has a fearsome. Here comes, Stormtrooper. This is my Let's Play. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Wir können Musik anmachen. Noch Alice und noch Markus gucken. Sonst ist hier gerade eigentlich nichts mehr. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Okay. Ich glaube so langsam nicht mehr, dass wir es bis nach Kanada schaffen. Ich glaube es nämlich nicht mehr. Finde Jericho? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Markus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank. Alle Wege führen nach Jericho. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Markus war zuerst da. Seid vorsichtig. Jetzt kommt Kara. Und Connor ist auch auf dem Weg. Pass auf sie auf. Oh mein. Leute, ich glaube zu, ich sitze hier mit Gänsehaut. Ich kann's. Beeilen wir uns lieber. Ja, dann. Komm. Wir müssen einen Bus kriegen. Okay, da geht's gar nicht lang. Gott. Connor? Okay, geht es jetzt hier ein bisschen schneller? Vor allem mit Markus haben wir die Suche ja schon gemacht, also wissen wir ja eigentlich, wo es hingeht. Oh mein Gott, das sind alle zusammen. Kara, Connor, Markus? Da vorne ist jemand. Los. Ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie.
wo ist ein warmer Ort für Alice? Die Hände klingen nach Feuer. Da. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Sie hat Fieber. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Was? Was? Es geht um Alice. Hm? Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Was ist mit Alice? Bleib bei Alice. Ich verstehe nicht, was mit Alice ist. Er versucht es mir schon zum zweiten. Oh, nein! Oh mein Gott, es sind alle hier. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Es sind alle hier. Alle sind sie hier. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen. Alle Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Warum haben die Sprengstoff? Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die und feuerte. Ich weiß, sie sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee frei machte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen. Wir können da gar nicht lange, aber da wäre Alice. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Oh. Und wieder der Wechsel zu Kara, ich glaub's einfach nicht. Okay, wir haben Marcus gefunden. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Mhm. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Ja. Ein kleines Mädchen. Du weißt, die Menschen hassen uns. Nein. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker.
Da war doch gerade Connor. Sieht man Connor hier? Alice ist ein Android. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Alice ist ein Android. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Mein Gott. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist. Um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Es macht keinen Unterschied. Das ist... Sie ist ein Androide, ich glaub's einfach nicht. Nicht? Es ist alles in Ordnung, Kara. Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Es macht keinen Unterschied, ob sie jetzt ein Mensch oder ein Androide ist. Es ist Familie. Er gehört dazu. Ich mache mir Sorgen um Connor. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wow. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg. Aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein? Wenn niemand mehr am Leben ist. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Ja, aber was tun wir als nächstes? Ich will... Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich will keinen Krieg. Ich will keinen Kampf. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Oh Mann, das hängt alles wieder von einer Rede ab, von einem Gespräch. Ich will keinen Krieg.
Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Was? Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Max. Nein. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Nein. Kann ich ja mal nehmen, aber ich will es nicht benutzen. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Aber ich kann ihn ja mal nehmen. Aber besser, ich habe ihn als sie, weil sie würde ihn benutzen. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Oh. Cassie. Ja. Ja. Ja, ich freue mich darüber. Ich gehe zu den anderen. Ich finde das schön. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Zum Glück haben wir den Sender. Jetzt, wo die Liebesbeziehung steht, wenn Markus getötet wird, North hat die Bombe gezündet, auf jeden Fall.